riesigen Waldgebietes in Weißrussland an der Grenze zu Polen. Hier wird am 8. Dezember 1991 Weltgeschichte geschrieben. Im Jagdschloss Viskuli besiegeln die Präsidenten Russlands, der Ukraine und Weißrusslands eigenmächtig das Ende der Sowjetunion. Nicht ohne ein mulmiges Gefühl. In uns allen war das herangereift, aber wir alle hatten auch Angst. Ich fürchtete mich noch 2 Stunden vorher, den Satz auszusprechen: Die Sowjetunion ist tot. Nach dem Abendessen kam der russische Präsident Jelzin zu mir und sagte: Ich habe Informationen, nach denen es gut wäre, so schnell wie möglich von hier aufzubrechen. Meine Leute und ich haben daraufhin rasch die Sachen gepackt und sind praktisch gleichzeitig mit Jelzin zum Flughafen. Wird der sowjetische Präsident Gorbatschow Sie wegen Landesverrats festnehmen lassen? Als Gorbatschow 1985 die Führung der Sowjetunion übernimmt, steckt die Welt noch tief im Kalten Krieg. Gorbatschow will den sozialistischen Ostblock reformieren und wird zum Hoffnungsträger des Westens. Seine Politik der neuen Offenheit ist der Todeskuss für die sozialistischen Diktaturen in den Satellitenstaaten der Sowjetunion. Ohne Schützenhilfe aus Moskau fallen sie im Herbst 1989 wie ein Kartenhaus zusammen. Nicht nur die Bürger der DDR erkämpfen ihre Freiheit, auch Polen, Tschechen, Slowaken, Ungarn, Rumänen und Bulgaren. Es ist die tiefste Zäsur in der Nachkriegsgeschichte Europas. Das ganze Sowjetsystem war auf Lügen aufgebaut. Und nachdem es erlaubt war, offen zu sprechen, zerfiel das System. Mehr war dafür nicht nötig. Die Systemkrise in der Sowjetunion zeigt sich besonders in der maroden Wirtschaft. Selbst die Symbole der militärischen Supermacht verfallen. Und mit der neuen Freiheit brechen im Vielvölkerstaat alte nationale Konflikte wieder auf. Kremlchef Gorbatschow versucht, das Riesenreich zusammenzuhalten. Er setzt dabei immer noch auf die Kommunistische Partei. Ein fataler Fehler. Anfang 91 brodelt es vielerorts in der Sowjetunion, die formell ein Bund aus 15 Republiken ist. Die Ostseerepubliken Estland, Lettland und Litauen wollen unabhängig werden. Ebenso Moldawien, Georgien und Armenien. Sogar die Ukraine droht mit ihrem Austritt. Explosiv ist die Lage vor allem in Litauen, das 1940 von Stalin annektiert wurde. Für viele hier ist die Sowjetunion gleichbedeutend mit Fremdherrschaft. Gorbatschow wollte mit seiner Politik der Perestroika eine Art Gefängnisreform. Er hat einfach nicht begriffen, dass wir nicht ein netteres Gefängnis haben wollten, sondern die Freiheit. Anfang 1991 schlägt Moskau in Litauen mit Panzern zu. Der 13. Januar geht als Blutsonntag von Vilnius in die Geschichte ein. Wer gab den Befehl für den Einsatz? In der Nacht zum 13. Januar kam der stellvertretende sowjetische Verteidigungsminister Atschalow in unseren Stab in Vilnius und sagte, dass er mit Verteidigungsminister Jasow gesprochen habe. Dieser habe die Genehmigung für den Einsatz des Militärs vom Oberbefehlshaber bekommen. Der Oberbefehlshaber war damals Michail Gorbatschow. Das war für uns nicht nur eine Information, sondern ein Befehl, den wir auszuführen hatten. 14 Menschen sterben. Bis heute hat niemand die Verantwortung dafür übernommen. Neben den Unabhängigkeitsbewegungen ist es die katastrophale Versorgungslage, die Moskau zu schaffen macht. Der US-Geheimdienst CIA prognostiziert im März 91, dass sich Gorbatschow noch maximal ein Jahr halten werde.
Zu ihrem einstigen Hoffnungsträger haben die meisten Sowjetbürger jetzt kein Vertrauen mehr. Auch Russland, der größte Teilstaat der Sowjetunion, fordert mehr Eigenständigkeit. In der Hauptstadt Moskau beginnt ein gefährlicher Machtkampf. Boris Jelzin will im Juni 91 Präsident von Russland werden. Ein Amt, das es bis dahin gar nicht gab. Er gewinnt die Wahl haushoch und kündigt bei seiner Vereidigung feierlich an: Das große Russland erhebt sich von seinen Knien. Wir werden es unbedingt in einen blühenden, demokratischen, friedlichen und souveränen Rechtsstaat verwandeln. Sowjetpräsident Gorbatschow muss Jelzin zähneknirschend gratulieren. In Moskau gibt es nun zwei Präsidenten und die sind Rivalen. Ein freies Russland innerhalb einer noch von Kommunisten regierten Sowjetunion, das passt nicht zusammen. Kommt es zum Duell Gorbatschow gegen Jelzin? An der Moskauer Universität sucht Gorbatschow nach Experten, die einen Ausweg aus der tiefen wirtschaftlichen Krise finden sollen. Im Auftrag von Gorbatschow und Jelzin ging ich nach Harvard, um ein Reformprogramm zu entwerfen, das die Zustimmung der westlichen Staaten bekommen sollte, damit diese Finanzhilfen für uns freigeben. Dieses Programm habe ich sogar mit US-Präsident George Bush Senior erörtert. Als ich damit zurück nach Moskau kam, hat Gorbatschow ausgesuchte Wirtschaftsleute angewiesen, es zu überarbeiten. Es wurde dadurch völlig verwässert und somit kaputt gemacht. Er fuhr mit diesem Programm dann nach London zum Weltwirtschaftsgipfel. Ich weigerte mich, Gorbatschow zu begleiten, um jedermann klarzumachen, dass das ein unbrauchbares Programm ist, nicht meins ist und wieder nur Unsinn darstellt. Das Lächeln beim Gruppenfoto täuscht. Gorbatschows verzweifelte Bitte um Wirtschaftshilfe bleibt unerfüllt, weil er sich nicht wirklich zur Marktwirtschaft durchringen kann. In der Moskauer Lubjanka, dem Sitz des Geheimdienstes KGB, wird derweil ein Komplott gegen Gorbatschow geschmiedet. KGB-Chef Krutschkow und mächtige Mitverschwörer wie der Chef der sowjetischen Rüstungsindustrie Baklanow und der Kaderchef der kommunistischen Partei Schenin wollen die alte Sowjetunion bewahren. Die Zeit drängt. Denn vor den Toren Moskaus verhandeln die Führer der Republiken mit Gorbatschow über einen neuen Unionsvertrag. Der Druck der späteren Putschisten auf mich, den Ausnahmezustand zu verhängen, war sehr groß. Diese Forderungen kamen immer wieder auf. Gorbatschow ist bereit, den Republikführern mehr Autonomie und Macht zu geben. Doch einige verhandeln gar nicht mehr mit, da sie die Sowjetunion ganz verlassen wollen. Im Juli 1991 ist der neue Unionsvertrag fertig. Die Unterzeichnung soll im Herbst stattfinden. Für die Hardliner im Kreml ist der neue Unionsvertrag der Anfang vom Ende der Sowjetunion. Putschgerüchte machen schon lange die Runde, auch im Westen. In seinen Memoiren schreibt Helmut Kohl: Die bange Frage nach der Zukunft des Riesenreiches bewegte uns im Westen außerordentlich. Auch innerhalb des Bonner Regierungsbündnisses wurde stundenlang über die Gefahr eines möglichen Putsches diskutiert. Gorbatschow überrumpelt die Hardliner mit einer überraschenden Fernsehansprache. Er weiß, wie umstritten das neue Vertragswerk ist und hat daher Eile. Am Abend des 2. August verkündet er, dass der neue Unionsvertrag schon am 20. August unterschrieben wird. Unbewusst drückt er damit den Auslöser für den Putsch. Die Vertreter einer starken Sowjetunion müssen handeln, wenn sie die Unterzeichnung noch verhindern wollen. Für ihren Gegenschlag ist die Zeit günstig. Am 4. August fliegt Gorbatschow in den Urlaub auf die Krim.
Für die Putschisten ist das der Startschuss für die heiße Phase ihrer Vorbereitungen. Hauptdrahtzieher ist KGB-Chef Wladimir Kruschkow. Gorbatschow sollte unserem Kurs einfach nicht mehr im Wege stehen. Die Verschwörung beginnt in einem KGB-Geheimobjekt am Stadtrand Moskaus, einen Tag nach Gorbatschows Abflug in den Urlaub. Mehrfach trifft sich KGB-Chef Kruschkow hier mit ranghohen Gleichgesinnten aus Regierung und Partei. Am 17. August 1991 beraten die Verschwörer in einem separierten Pavillon. Sie beschließen, eine Abordnung zu Gorbatschow zu schicken. Schon am nächsten Tag soll sie abfliegen. Gorbatschow soll eine letzte Chance bekommen, wenn er den Ausnahmezustand selbst ausruft. Auf der Krim, unweit von Jalta, feilt der ahnungslose Gorbatschow an seiner Rede zur Unterzeichnung des neuen Unionsvertrages. In dieser Staatsvilla mit Rolltreppe zum Strand verbringt er mit seiner Familie seit 1988 immer seinen Urlaub. Die Abordnung der Putschisten landet auf einem Militärflughafen. Rund 40 Kilometer entfernt fährt dann in mehreren Autos weiter zur Villa des Präsidenten. Aljek Baklanow, Chef der Rüstungs- und Raumfahrtindustrie, leitet die Abordnung aus Vertretern von Militär, Partei und KGB. Gorbatschow ist völlig überrascht über die ungebetenen Besucher. Diese fordern ihn auf, einen Erlass zu unterschreiben, der den Ausnahmezustand erklärt. Gorbatschow berät sich zunächst mit seiner Familie. Er will in Moskau anrufen, doch der KGB hat die Leitung gekappt. Schließlich bittet er die Abordnung der Putschisten in sein Arbeitszimmer. Er saß da, hatte vielleicht Angst vor uns, hatte möglicherweise sogar eine Schutzweste an, obwohl wir nicht vorhatten, ihn zu töten. Wozu? Wir hätten ihn natürlich verhaften können, aber wir wollten das Problem nicht so lösen. Hätten wie vorgesehen nur 7 oder 8 der 15 Republiken den Vertrag unterschrieben, so wäre damit das Ende der Sowjetunion besiegelt worden. Das konnten wir nicht zulassen. Ich sagte zu ihnen, ich kenne die Lage im Land genauso gut wie ihr. Lasst das die Parlamente klären. Deren Entscheidung werden wir dann befolgen. Gorbatschow lehnt es ab, den Ausnahmezustand zu verhängen. Die Gruppe will ihn überreden, mit nach Moskau zu fliegen und die Dinge dort zu klären. Nach rund einer Stunde in seinem Arbeitszimmer beendet Gorbatschow das Gespräch. Die Putschisten stellen ihn unter Hausarrest. Sein Sicherheitschef wird nach Moskau abgezogen und durch KGB-Generalmajor Vjatcheslav Generalow ersetzt. Als KGB-Abteilungsleiter Plechanow zu Gorbatschows Leibwächter Medvedev sagte, er solle seine Sachen packen, erwiderte dieser, dass er das schriftlich haben wolle. Plechanow nahm daraufhin ein Stück Papier und schrieb darauf, dass Medvedev nach Moskau fliegen und stattdessen ich bei Gorbatschow bleiben solle. Die Delegation kehrt noch am Abend von der Krim nach Moskau zurück. Gespannt warten im Kreml KGB-Chef Kruschkow und weitere Mitglieder der sowjetischen Führung. Inzwischen hat der Geheimdienstchef auch Gorbatschows Stellvertreter zu der Geheimsitzung gebeten. Er weiht Gennadi Janajew, den Vizepräsidenten der Sowjetunion, erst jetzt in die Pläne ein. Fast die ganze Regierung sowie Militär- und KGB-Führung versammeln sich hier. Erst gegen Mitternacht, nach vielen Diskussionen, beschließen sie Gorbatschows Absetzung. Die Putschisten bilden ein Notstandskomitee, das sogenannte Staatskomitee für den Ausnahmezustand. 8 Mitglieder gehören ihm an, darunter der KGB-Chef, der Verteidigungsminister und der Vizepräsident. Janajew als Vizepräsident sollte als erster unterschreiben. Er las die Erklärung, überlegte und sagte, ich werde dieses Dokument nicht unterschreiben.
Dann unterschrieb er doch. Angst hat dabei wohl auch eine Rolle gespielt. Am 19. August um 4 Uhr morgens tritt der Ausnahmezustand in Kraft. Durch Moskau rollen mehr sowjetische Panzer und Militärfahrzeuge als bei der Einnahme Berlins 1945. Viele befürchten einen Bürgerkrieg. Boris Jelzin hält sich an diesem schicksalhaften Montagmorgen auf seiner Datscha in Archangelskoje bei Moskau auf. Ganz in der Nähe wohnen andere Mitglieder der russischen Führung. Auf die Nachricht vom Putsch kommen sie in Jelzins Datscha zusammen. In Jelzins Datscha herrschte Niedergeschlagenheit und Angst. Ich persönlich hatte Angst. Unsere Eltern und Großeltern hatten den Krieg und die Terrorjahre unter Stalin erlebt. Du wurdest nachts abgeholt und schon am nächsten Tag erschossen. Diese Angst liegt schon in unseren Genen. Jelzin war niedergeschlagen. Er wusste zunächst nicht, was er tun soll. Er geriet aber nicht in Panik, griff auch nicht zum Wodka. Er dachte nach. Zu Jelzins Machtzentrale in Moskau, dem sogenannten Weißen Haus, strömen immer mehr Demonstranten. Sie sind entschlossen, die junge Demokratie zu schützen. Das Gebäude ist gleichzeitig auch der Sitz des russischen Parlaments. Außer der Armee ist auch die KGB-Eliteeinheit Alpha im Einsatz. Einen Teil dieser Spezialeinheit hat der KGB-Chef zu Jelzins Datscha abkommandiert. Dort hat sich mittlerweile fast die gesamte russische Führung eingefunden und berät unter Zeitdruck. Parlamentspräsident Chasbulatov erscheint als der eigentliche Stratege. Als ich den Widerstandsaufruf schrieb, sagte ich, dass wir die Rückkehr Gorbatschows in sein Amt fordern müssten. Jelzin fragte mich darauf, wieso soll ich für Gorbatschow kämpfen? Ich entgegnete, wenn wir das nicht tun, wird uns niemand unterstützen. Wenn wir uns für Gorbatschow einsetzen, verteidigen wir Recht und Gesetz. Jelzin und seine Mannschaft verlassen die Datscha und fahren nach Moskau. Später wird behauptet, sie seien der Eliteeinheit Alpha nur knapp entkommen. Das ist eine Legende, wie man heute weiß. Weder an der Datscha in Archangelskoje noch sonst irgendwo war je die Rede davon, dass wir das Weiße Haus stürmen oder Boris Jelzin verhaften sollen. Jelzin gelangt unbehelligt zu seinem Regierungssitz, von wo aus er den Widerstand gegen die Putschisten leitet. Militärisch hat er ihnen nichts entgegenzusetzen. Doch die Putschisten zögern. Die eingesetzten Sowjettruppen haben strikten Befehl, keine Gewalt anzuwenden. Das nutzt Jelzin aus. Auf einem Panzer vor dem Weißen Haus ruft er die Bürger zum Widerstand auf. Es ist ein Wendepunkt in der russischen Geschichte und Jelzins Sternstunde. Das war ein genialer Zug von Boris Jelzin. Er hatte die sich ihm bietende Szene auf dem Panzer als Teil eines politischen Theaters genutzt. Der Auftritt auf dem Panzer trug erheblich zur Niederlage der Putschisten bei. Ja, und dann stieg Jelzin auf den Panzer und man behauptete, das Bataillon sei zu ihm übergelaufen, hätte sich mir nicht mehr untergeordnet. Das ist alles Blödsinn. Auch wenn das Militär nicht angreift, allein seine Präsenz schürt große Ängste. Doch sie mobilisiert auch Wut und Mut. Die Furcht ist groß vor einer Rückkehr zu alten Sowjetzeiten. Eine Szene werde ich nie vergessen. Während dieser Putschtage eine Mitarbeiterin, unsere Köchin Tanja,
die sagte, egal, wir haben wirtschaftliche Schwierigkeiten, aber Gorbi hat es geschafft, dass ich heute sagen kann, was ich will. Und das ist das Verdienst von ihm, egal was jetzt wird. Während sich in Moskau der Widerstand formiert, wartet das Ausland ab. Der Putsch wird von den westlichen Regierungen am ersten Tag nicht verurteilt, de facto sogar anerkannt. Das sogenannte Staatskomitee für den Ausnahmezustand bleibt zunächst unsichtbar. Erst am späten Nachmittag treten die Putschisten vor die internationale Presse. Im Fokus steht Gorbatschows Stellvertreter Gennadi Janajew, nun amtierender Präsident. Der Zerfall der Sowjetunion hätte nicht nur die schwerwiegendsten Folgen für unser Land, sondern auch für die ganze Welt. In dieser Situation haben wir keine andere Wahl, als dass wir entschiedene Maßnahmen ergreifen, die das Abdriften unseres Landes in die Katastrophe abwenden. Der Putsch schürt auch im wiedervereinigten Deutschland Ängste. In den neuen Bundesländern stehen noch rund 300.000 sowjetische Soldaten. Werden sie jetzt noch, wie verabredet, abziehen? In Moskau hofft Ex-DDR-Staatschef Erich Honecker auf neue, alte Zeiten. Er war im März 91 vor der deutschen Justiz hierher geflüchtet. Der junge KGB-Offizier Wladimir Putin gerät durch den Putsch in eine höchst unangenehme Lage. Er gehört zum engsten Kreis des demokratischen Bürgermeisters von Leningrad, Anatoli Sobchak. Putin macht gerade mit seiner Familie Urlaub an der Ostsee, an der kurischen Nehrung. Auf welche Seite soll er sich schlagen? Er will den KGB-Chefs, die hinter dem Putsch stehen, nicht den Befehl verweigern. Sein Ausweg? Er kündigt beim KGB, so behauptet er später. Zugleich bricht er den Urlaub ab und stößt am zweiten Putschtag zu seinem Mentor Sobchak, der in Leningrad den Widerstand gegen die Putschisten organisiert. Aufnahmen aus den Tagen des Putsches zeigen Putin an Sobchaks Seite. Er stellt sich damit gegen jene, die die Sowjetunion erhalten wollen. In Moskau erwarten die Demonstranten in der zweiten Putschnacht den Sturm auf das Weiße Haus. Die improvisierten Barrikaden und Menschenketten sind für die KGB-Eliteeinheit Alpha kein ernstes Hindernis. Noch ist es ein Nervenkrieg und kein Bürgerkrieg. Der Einsatzplan stand. Wir hatten die Zahl der Demonstranten ermittelt und alle Barrikaden lokalisiert. Noch heute wird viel darüber spekuliert. Es wird behauptet, einige Offiziere hätten den Befehl verweigert. Das stimmt nicht. In der Sowjetunion war es einfach unmöglich, einen Befehl zu verweigern. Wir standen bereit, den Sturmangriff auszuführen, aber es gab letztlich keinen Befehl dazu. Und dann gibt es doch Tote. Was wie ein Angriff auf das Weiße Haus aussieht, war in Wirklichkeit keiner. Die Panzerfahrer haben den Auftrag zu patrouillieren. Einige rollen in einen Tunnel und stecken bald fest. Die bedrängten Militärs haben nur ein Ziel: raus aus der Falle. Die Lage eskaliert. Drei junge Männer sterben. Sie waren von den Panzern abgerutscht oder wurden durch Querschläger getötet. Als ich von den Toten erfuhr, gab ich das Kommando, die Patrouillenfahrten einzustellen. Ein Befehl zum Sturm hat es nicht gegeben. Ich meine, der Tod meines Sohnes war nicht vergebens. Wenn das so wäre, könnte ich damit nicht weiterleben. Durch seinen Tod wurde größeres Blutvergießen verhindert. Ich bin stolz auf meinen Sohn.
Seinen eigenmächtigen Abzugsbefehl hat Marschall Jasow mit den anderen Putschisten nicht abgestimmt. Zu der Sitzung im Kreml am nächsten Morgen erscheint er nicht mehr. Allen Verschwörern droht bei einem Scheitern des Putsches die Todesstrafe, auch Jasow. Viele eilen Hals über Kopf ins Verteidigungsministerium, um den Marschall umzustimmen. Einige waren gegen den Abzug. Sie wollten den Kampf fortsetzen. Was für einen Kampf, fragte ich. Gegen wen? Niemand gab eine Antwort. Ich entschied, die Truppen abzuziehen. Gorbatschow kehrt von der Krim nach Moskau zurück. Der Putsch ist gescheitert nach nur 3 Tagen. Doch der wahre Sieger ist nicht er, sondern sein Rivale, der russische Präsident Boris Jelzin. Ich wäre besser nicht in den Urlaub gefahren, aber ich war zu diesem Zeitpunkt am Ende meiner physischen Kräfte. Nur so ist zu verstehen, dass ich weggefahren bin. Die Putschisten, fast die gesamte sowjetische Führung, landen im Gefängnis. Sie scheiterten, weil sie keinen klaren Plan hatten und vor Gewalt zurückschreckten. Der sowjetische Innenminister Boris Pugo entzieht sich seiner Verhaftung. Er erschießt erst seine Frau, dann sich. Der Putsch ist gescheitert, doch er hat das Land tief verändert. Auf ihn richten Millionen Russen jetzt ihre Hoffnung. Boris Jelzin. Der neue starke Mann. Er verbietet die einst allmächtige kommunistische Partei und erklärt die alte weiß-blau-rote Trikolore wieder zur Nationalflagge Russlands. Vor dem KGB-Gebäude wird das Denkmal von Felix Dzerzhinsky, dem verhassten Gründer des sowjetischen Geheimdienstes, gestürzt. Für viele ist es das Symbol des alten Systems und seines Terrors. Diese Bilder gehen um die Welt. Nicht nur in Moskau wird der Sieg über die Putschisten gefeiert. Ich bin sicher, der Sieg der demokratischen Ideen der Sowjetunion wird später in den Geschichtsbüchern als die Augustrevolution gewürdigt werden. Mit dem Sturz des Denkmals von Felix Dzerzhinsky endet hoffentlich bald auch endgültig der allgegenwärtige Terror des KGB. Für Erich Honecker wird es dagegen eng. Boris Jelzin will ihn an die Bundesrepublik ausliefern. Honecker flüchtet in die chilenische Botschaft in Moskau. Ein halbes Jahr später wird er dennoch an die bundesdeutsche Justiz überstellt. Unterdessen kämpft Gorbatschow noch immer um den Erhalt der Sowjetunion, sucht westliche Geldgeber für den bankrotten Staat. In düsteren Worten warnt er vor den Folgen eines Untergangs des Vielvölkerreiches. Katastrophe. Doch seine Worte haben kaum noch Gewicht. Am 1. Dezember 1991 stimmen die Bürger der Ukraine in einem Referendum mit beeindruckenden 90% der Stimmen für den Austritt aus der Sowjetunion. Auch auf der Krim und in der Ostukraine gibt es dafür eine klare Mehrheit. Doch wie wird Moskau auf das eindeutige Votum der Ukrainer reagieren? Am 7. Dezember wird in Minsk wichtiger Besuch erwartet. Der russische Präsident Boris Jelzin kommt in die weißrussische Hauptstadt.
Geplant ist ein Auftritt im Parlament, danach ein Treffen mit den Präsidenten Weißrusslands und der Ukraine. Für die internationale Presse ist es ein Routinetermin. An dem Tag, an dem alle darüber berichteten, ist auch nicht viel passiert. Jelzin hat im Parlament dort geredet. Dann war Schluss, wurde uns mitgeteilt, es gibt keine weiteren Termine. Die drei Herren würden sich zurückziehen auf eine Datscha. Und für uns war das das Zeichen, hier ist nichts mehr zu berichten. Es ist ein Verwirrspiel. Als der ukrainische Präsident Kravtschuk in Minsk landet, holt ihn sein weißrussischer Kollege Shushkevich am Flugplatz ab. Beide fliegen weiter zum gemeinsamen Treffen mit Jelzin. Wo es genau sein wird, ist noch geheim. Die internationale Presse ist abgereist, nur ein weißrussisches Kamerateam ist geblieben und bittet, mitfliegen zu dürfen. Der weißrussische Ministerpräsident lehnt zunächst ab. Ich sagte dann, lassen Sie uns doch erst mal filmen. Und Sie entscheiden danach, ob es gesendet wird. Er war einverstanden und so nahm man uns mit. Es geht um das Schicksal von 250 Millionen Bürgern der Sowjetunion. Die drei Präsidenten fliegen an die Grenze zu Polen, zur Staatsresidenz Wiskuli, nahe der Stadt Brest. Sie liegt verborgen inmitten eines riesigen Waldgebietes. Ein sozialistisches Lustschloss aus den 50er Jahren für die Parteielite. Hierher luden die Sowjetführer auch Erich Honecker sowie andere Diktatoren des sozialistischen Lagers ein, zur Jagd und zur Entspannung. Der diskrete Ort ist ideal für die drei Präsidenten und ihre Berater. Weit weg von Gorbatschow, der noch immer für die Sowjetunion kämpft. Shushkevich und seine Kollegen hängen nicht so sehr an ihr. Der Ukrainer Kravtschuk fordert ohnehin die Unabhängigkeit seines Landes, für die 90% seines Volkes gestimmt haben. Und Jelzin weiß, wenn die Ukraine austritt, ist die Sowjetunion tot. Er selbst wäre dann alleiniger Präsident in Moskau und im Kreml. An diesem Tisch beschließen sie das historische Abkommen, den Vertrag über das Ende der Sowjetunion. Wir Fachleute bekamen von Jelzin den Auftrag, den Vertrag auszuarbeiten. Wir arbeiteten bis tief in die Nacht. Morgens stimmten wir uns mit den ukrainischen und weißrussischen Experten ab. Niemand hatte für diesen Vertrag eine Blaupause. Es ist ein Novum in der Geschichte. Eine Weltmacht, die sich mitten im Frieden selber auflöst. Schon damals werden Interessenskonflikte sichtbar, die später große Bedeutung erlangen. Boris Nikolajewitsch Jelzin hat Leonid Kravtschuk vorsichtig gefragt, wie man die Krim-Frage lösen solle. Kravtschuk antwortete: Boris Nikolajewitsch, da gibt es nichts zu besprechen. Die Ukraine und Russland befinden sich bereits in einer neuen juristischen und historischen Realität. Die Krim ist nach wie vor Teil der Ukraine, weil die Krim beim ukrainischen Referendum 1991 für die Unabhängigkeit der Ukraine gestimmt hat. Dies ist nicht nur von der Ukraine anerkannt worden, sondern auch von der internationalen Staatengemeinschaft. Dagegen ist das Referendum von 2014, das auf der Krim abgehalten wurde, zum Beitritt Russlands, von niemandem anerkannt worden, außer von Russland. Am Sonntag, den 8. Dezember 1991, kurz nach 14 Uhr, ist es soweit. Russland, Weißrussland und die Ukraine gründen die Gemeinschaft unabhängiger Staaten. Wir hatten in der Residenz nicht mal eine Schreibmaschine. Das war ja eigentlich eine Erholungsstätte für die Kommunistische Partei. Und auf einmal ging es hier um so wichtige Dinge, die man um keine Sekunde hätte herauszögern dürfen. Nebenbei gesagt ist der Ort auch einfach wunderschön. Die Schreibmaschine, Computer gab es ja noch nicht.
hat man dann noch mit Mühe im nächsten Dorf unweit von Viskuli aufgetrieben. Sie unterschreiben nicht nur das Ende von rund 70 Jahren kommunistischer Sowjetunion. Sie beenden auch eine teils jahrhundertealte russische Vorherrschaft über andere Völker. Diese sollen jetzt ihren eigenen Weg gehen können, selbstbestimmt. Gastgeber Stanislaw Schuschkewitsch bleibt noch eine unangenehme Aufgabe. Er ruft Gorbatschow in Moskau an. Er will ihn unterrichten, dass die Sowjetunion, die Gorbatschow durch Reformen retten wollte, nicht mehr existiert. Die Person von der Vermittlung fragte mich zunächst, wer ich denn sei, von wo ich anriefe. Das hat mich furchtbar aufgeregt. Denn es war ja klar, wer von dieser Leitung anrufen konnte und von wo aus. Wir hatten gleichzeitig auch ein Telefonat mit US-Präsident Bush angemeldet. Das Weiße Haus in Washington fand es völlig befremdlich. Warum sollte auf einmal Jelzin aus den Tiefen von Weißrussland, aus Viskuli, anrufen? Zuerst haben sie das nicht geglaubt. Schließlich wird Bush aus dem Bett geholt. Nicht das erste Mal in diesen turbulenten Monaten. Bush nahm unseren Auflösungsbeschluss als Tatsache hin, stellte dann einige Fragen. Die wichtigste war: Was ist mit den Atomwaffen? Und er fragte: Weiß Gorbatschow Bescheid? Jelzin hat ihm geantwortet: Wir wollten Gorbatschow gerade informieren, aber er war nicht erreichbar. Und in dem Moment, als er das sagte, da kam der Rückruf aus dem Kreml: Gorbatschow könne jetzt mit uns sprechen. Gorbatschow reagierte in einem belehrenden Ton. Könnt ihr euch denn gar nicht vorstellen, wie die Welt reagieren wird? Man wird euch kritisieren und das nicht einfach hinnehmen. Darauf antwortete ich: Ich kann mir das ganz gut vorstellen, da Jelzin gerade mit Bush spricht und der das recht positiv aufgenommen hat. Gorbatschow sagte nichts mehr. Wie ein Stummfilm. Schließlich legte er auf. Doch die drei Präsidenten sind sich ihrer Sache nicht völlig sicher. Gerüchte kommen auf. Der sowjetische KGB werde sie wegen Landesverrats festnehmen. Gastgeber Schuschkewitsch bleibt gelassen. Doch Jelzin und Kravtschuk wollen so schnell wie möglich zum nahen Militärflughafen. Von dort fliegen sie nach Moskau und Kiew. Man hätte unser Flugzeug herunterholen können. Ein Flugzeug abzuschießen ist ja so schwer nicht, oder? Deshalb sind wir in die Ukraine zurückgeflogen, ohne unsere offizielle Flugroute bekannt zu geben. Schließlich landeten wir in Kiew und waren alle ziemlich beunruhigt, denn solche Informationen können einen schnell nervös machen. Die Ängste sind unbegründet. Denn die Volksentscheidung in der Ukraine über den Austritt aus der Sowjetunion kann Gorbatschow nicht ignorieren. Und selbst wenn, in der Armee und im KGB hat er keinen Rückhalt mehr. Doch das Ende der Sowjetunion löst im Ausland Ängste aus. Wer kontrolliert jetzt die Atomwaffen? Vier Sowjetrepubliken verfügen über sie. Russland, Weißrussland, die Ukraine und Kasachstan. Sie einigen sich schließlich, dass Russland alleinige Atommacht wird. Die Waffen der anderen drei werden entweder dorthin überführt oder zerstört. Ich habe diese Entscheidung nie bereut. Die Atomsprengköpfe kamen ja aus Russland. Die Schaltkreise, die Chips, die Steuerung der Systeme, alles kam aus Russland. Aber die Kernwaffen selbst waren in der Ukraine stationiert. Deswegen mussten wir uns von fremden Atomwaffen befreien, die wir selbst gar nicht steuern konnten. Zwei Wochen später ist die Weltpresse zugelassen. In Alma-Ata schließen sich 8 weitere Sowjetrepubliken der Gemeinschaft unabhängiger Staaten an.
Gorbatschow bleibt nur der Rücktritt. Am Abend des 25. Dezember 1991 wird über dem Kreml die sowjetische Flagge eingeholt. Für Gorbatschow ist der Schuldige klar. Ich habe Jelzin ja 1985 nach Moskau geholt und ihn zunächst gefördert. Aber ich habe mich in ihn getäuscht. Wenn das nicht passiert wäre, wäre das Schicksal der Sowjetunion womöglich anders verlaufen. Ich glaube nicht, dass ihr Zerfall zwangsläufig war. Und jetzt, eine Generation später? Präsident Putin hat noch in seinem ersten Amtsjahr die alte Sowjethymne wiederbelebt und sie zur russischen Nationalhymne erklärt. Der Verlust des Imperiums schmerzt ihn, obwohl er selbst sich 1991 gegen jene stellte, die es erhalten wollten. Viele Putschisten zeichnet er aus. Gute Ziele, aber schlechte Methoden hätten sie gehabt. An Russlands Durchbruch zur Freiheit im August 91 wird unter Putin nicht mehr gedacht. Dabei waren die drei Putschopfer einst Nationalhelden. Bei der Beerdigung sagte Jelzin, dass diese drei Jungs in unsere Geschichte eingehen. Man würde immer ihrer gedenken. Die ersten 10, 15 Jahre war das auch so. Danach scheinen diese Namen unbequem geworden zu sein. Putin hat auch nie eingeladen. Mit der Annektierung der Krim 2014 hat Putin deutlich gemacht, dass er die neuen Grenzen von 1991 nicht mehr akzeptiert, obwohl Russland sie vertraglich garantiert hat. Der Frage, was er an Gorbatschows Stelle getan hätte, und zwar konkret im Dezember 91, weicht er aus. Er sagt nur, was man davor hätte alles anders machen sollen. Es fällt mir schwer, Ihre Frage zu beantworten. Wissen Sie, man hätte in der Sowjetunion rechtzeitig mit wirtschaftlichen Veränderungen beginnen und sie mit demokratischen Reformen untermauern sollen. Man hätte dafür kämpfen müssen, dass unser Staatsterritorium unversehrt bleibt. Und zwar hätte man das konsequent, beharrlich, furchtlos tun müssen. Und dabei den Kopf nicht in den Sand stecken. Und doch sagt Putin viel damit aus. Er sieht es offenbar nicht als unschätzbares Geschenk an, dass die Sowjetunion fast ohne Blutvergießen untergegangen ist. Putin ist ein Sowjetmensch geblieben. Lenins und Stalins Imperium wiederherstellen will er aber nicht. Untergegangene Weltreiche, so lehrt die Geschichte, kommen nie zurück.